Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lars TT Bahn und seiner fröhlichen Bastelstunde Spur TT. Ihr werdet euch wundern, wo ich stehe. Ich bin im Aufgang zu meiner Eisenbahnwelt. Da drüben ist das Eisenbahnzimmer und da drüben ist der Dachboden. Nun, ihr werdet euch sicherlich auch fragen, warum ich heute so anfange. Ich will euch einfach mal zeigen, wie, was, wo, ich hier so hause, wo ich mein Domizil habe und ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Aber es soll nicht allein darum gehen, es geht auch darum, um die Baureihe 102-1, also um die Gartenlaube oder wie man es auch immer nennen mag. Diese habe ich mir nochmal geleistet. Die gab es jetzt bei Spielemax für 112 Euro. Da habe ich nochmal zugeschlagen. Das ist eine wunderschöne Lok. Ich hatte sie mal bei SMTV bestellt. Da hat es Jahr gedauert und dann war die immer noch nicht da. Kann SMTV nichts dafür. Aber ja, dann habe ich sie dort wieder abbestellt und jetzt hatte sie Spielmax für das Geld und da habe ich gedacht, das laden wir doch mal zu. So, ich werde jetzt die Kamera drehen. Nicht die Kamera, sondern die Perspektive der Kamera. Und ja, dann gehen wir mal ein bisschen hinter die Kulissen, mal kurz schauen und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was zu der Lok. Und dann geht's los. Also, bis gleich. Jetzt rumdrehen, habt ihr mich nicht mehr. Es sollte eigentlich heute hauptsächlich um diesen Bergsee gehen. Das wird der Styrodur-Kern hier. Es wird der Bergsee. Man sieht die Vertiefung, das bleibt natürlich nicht so grün, das ist einfach nur eine Grundierung. Die hatte ich einmal nach unten und ja, die Farbgestaltung wird noch anders. Das ist, wie gesagt, der Grund. Hier drüben ist die Seite zum Bahnhof hin. Hier entlang wird eine Strandpromenade entstehen. Hier lang kommt ein Sandstrand. Hier hinten ein Schilfgürtel, da geht es eh zum Wald. Und hier drüben kommt dann sowas wie Bootssteg und sowas hin, so eine Anlegestelle. So. Das hier, der Glaskasten, den hatte ich schon mal vorgestellt. Plexiglas natürlich, das ist der Übergang vom Eisenbahn zum Dachboden, also von Eisenbahnzimmer zum Dachboden, wo ich meinen Schattenbahnhof habe, mit dem ich allerdings nicht so richtig zufrieden bin. Da werde ich nochmal Hand dran anlegen. Das läuft noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. So, hier sind wir dann natürlich in meinem Hauptwirkungsbereich. Das ist die Eisenbahnanlage. Die Eisenbahnanlage hat hier ein Loch. Das ist praktisch eine Montageluke. Und da kommt der Bergsee rein. Also das hier oben wird der Bergsee. Da ist der Bahnhof, wie ihr seht. Und da auf die Seite kommt dann auch die Strandpromenade. Oder die Seepromenade, wie man es auch bezeichnen mag. Hier in der Mitte ist wieder mal immer noch nichts passiert, aber ich verspreche jetzt Besserung. Diese Lok wird so ziemlich die letzte sein. Ich hatte noch eine bestellt bei Tillig. Ja, wann die mal kommt, weiß ich nicht. Das soll dann auch eine Überraschung werden. Und im Herbst kommt dann noch eine 110er von Rocco. Das ist es dann aber auch schon mit meinem Lokomotivenglück, denke ich mal. So, hier hebe ich euch mal kurz hier ein bisschen hoch, dass ihr das ein bisschen von oben seht. Das hier ist meine Werkbank, da wo alles geschieht und passiert. Ihr seht die Konstruktion mit der Kamera. Das Tablet nehme ich sozusagen als Monitor für meine Kamera, dass ich sehe, was ich mache. Des Weiteren habe ich da das Mikroskop. Das hatte ich auch schon mal vorgestellt. Damit bin ich wirklich absolut top zufrieden und kann es gleich als Bildschirmkamera mit nutzen, wenn ich dann hier was mache. Und das werde ich euch auch zeigen. Das ist mein Mikrofon. Das ist ein sehr preiswertes Mikrofon. Geht allerdings nicht mehr. Haben wir im vorletzten Video oder vorvorletzten Video gesehen, dass der Ton da sehr mager ist. Habe alles ausprobiert, keine Ahnung, das geht einfach nicht mehr richtig. Und ja, da müssen wir halt mal ein neues organisieren.
Deswegen mache ich jetzt, wenn ich Bildschirmaufnahmen mache, nicht mehr mit dem Mikrofon, sondern lasse immer nebenbei noch die Kamera mitlaufen. Ja, also das hier ist mein Tisch. Wie gesagt, da ist meine Adapter oder mein Profi-Prüfstand für meine Decoder. Wie gesagt, ich mache ja hauptsächlich auf ESU. Und hier sind wir jetzt mal, jetzt hole ich mir meinen Stuhl ran. Ja, das wackelt alles, aber naja. Hier, diese Lok habe ich gekauft. Das ist die 102. Und dann hatte ich mal diese hier noch bekommen und habe die auch umgebaut. Bei dieser habe ich, das war die erste, die ich umgebaut habe, eine stromführende Kupplung dran gemacht und habe einen Hänger hinten dran hängen als zusätzlichen Stromabnehmer. Und in dieser hier habe ich keinen stromführenden Kupplung dran, wie man sieht. Ich hatte noch einen Starko, der war gebraucht, den hatte ich mal irgendwo rausgebaut, wo ich dann eine Fischerschaltung aus einer großen Lok rausgebaut, da habe ich eine Fischerschaltung reingemacht, wo die sechs Tantals mit rein, sechs Supercaps locker mit reinpassen und da hatte ich den übrig und den habe ich jetzt hier mit zwei Supercaps verbaut in der Lok, reicht vollkommen aus. Ja, aber der Platz ist halt sehr, sehr knapp. Holloway hat das schon mal umgebaut. Gruß. Er hat es gezeigt. Er hat allerdings einen Zimo-Decoder. Der ESU-Decoder ist etwas länger. Deswegen passt vorne an die Stirn nur ein Supercap und das andere Supercap ist dahinter. Ist ungefähr hier so. Das Problem, er hat es wohl saugend reingekriegt. Bei mir ging das nicht so saugend rein. Ich musste im Gehäuse links und rechts ein bisschen abfräsen, innen drinne und hier hinten natürlich bei dem auch. Und bei dem hinteren musste ich auch nach oben hin noch ein bisschen was wegfräsen. Also das Gehäuse ist innen ausgefräst. Ja, das muss man halt sehr vorsichtig machen, dass man nicht durchkommt. Ich meine, so eine Motorhaube kostet jetzt nicht die Welt, aber ich weiß auch nicht, ob sie im Moment lieferbar sind. Und die Kosten kann man sich ja auch ersparen. Also, das ist der einzige Nachteil, was man jetzt bei den zwei Supercaps hat, vor allen Dingen bei dem hinteren, weil der steht halt doch etwas höher, weil da drunter auch die Drosseln sind. Und ja, also das war jetzt nicht anders zu bewerkstelligen. Ist natürlich hier eine elegantere Lösung mit der Stromkupplung. Allerdings hat es dann halt immer die Not, dass da ein Waggon dran ist, der Strom abgeben kann, den man als Stromabnehmer nehmen kann. Allerdings werde ich in diese Lok auch dann nochmal reingucken. Bei dieser habe ich es jetzt so gemacht. Ich habe eine Schallkapsel drin, eine Klarsichtschallkapsel sozusagen, einen Lautsprecher 8x12. Da kann man, das zeige ich euch nachher am Bild, kann man den Führerstandsboten oder den Führerstandsboten, ja, in der Mitte zwischen den Sitzen, genau zwischen den Sitzen, schön ausschneiden, dass außenrum der Rahmen stehen bleibt, aber in der Mitte, dass alles weg ist, das Armaturenbrett und so. Und dann passt der Lautsprecher genau rein, dann geht er auch ein Stückchen weiter tiefer rein. Und man hat einen relativ guten Durchblick und hat dadurch die werksinterne Beleuchtung genommen. Führerstandsbeleuchtung, die kann man über einen Decoder mit einprogrammieren. Wie das gemacht wird, zeige ich euch hier auch noch mit. Und habe auch gleich das Rangierlicht mit programmiert. Hier ist ein Rangierlicht einprogrammiert oder vorgesehen, was diagonal die weißen Lichter betreibt. Also immer vorne ist unten die untere eine an und hinten ist unten eine an von den weißen Lichtern. Ja, das lässt sich auch ganz gut darstellen und machen. Ja. Und wie gesagt, das mit dem Bergsee kommt jetzt im nächsten Video. Es kommt wieder vermehrt Landschaft, weniger Lok. Und ja, also das soll es jetzt mal so gewesen sein. Ein kleiner Blick nochmal aus der Werkstatt. Ja, hatte noch eine Anfrage, was ich für Lötspitzen nehme oder für Lötkolben. Also ich habe hier die Lötstation.
Die war damals relativ teuer, also die hat 160, jetzt habe ich sie inzwischen schon mal für 148 gesehen. Ja, also sagen wir mal zwischen 140 und 180 findet man sie im Netz. Mit der bin ich sehr, sehr zufrieden. Die hat gleich das Gebläse mit dran, das kann man temperaturtechnisch einstellen. Lötspitze. Weiß jetzt nicht, ob man das gut sehen kann. Ist die, die dran ist, wenn sie geliefert wird. Da gibt es noch eine kleinere, aber umso kleiner, umso bescheidener. Man glaubt zwar, wenn man kleine Lötpunkte machen will, braucht man eine kleine Lötspitze, aber das haut nicht hin. Da braucht der kleine Punkt, der aufsetzt, um die Umgebung zu erwärmen, nennen wir es mal so, einfach zu lange. Also wenn der Punkt zu klein ist, muss man zu lange dranhalten und das ist absolut negativ. Das haut irgendwie nicht hin. Also da gibt es aber auch ein schönes Video. Wenn ich dran denke, verlinke ich das mal unten heute in diesem Video. Da könnt ihr da mal reingucken. Der erklärt das wirklich sehr gut mit der ganzen Löterei. So, auch das soll es jetzt gewesen sein. Ich sehe gerade, es sind schon wieder 10 Minuten hier. Blubber, blubber. Und ja, wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video dann auch wieder. Ansonsten erstmal viel Spaß bei diesem natürlich. Und wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Und wenn ihr neu da seid, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Also bis dann, ciao, euer Werner. Da wollen wir uns die Locken mal vornehmen. Darauf hat Gunter schon hingewiesen in seinem Video. Der hat ja die Lok schon mal umgebaut. Hat ein Video drüber gemacht. Aber ich sage es jetzt halt einfach nochmal. Ja. Pico hat, das will ich jetzt Pico zugute halten. Gehen wir mal nach hier hinten. Sämtliche Punkte rausgeführt. Also ich kann Plus abgreifen, ich kann das GND abgreifen, ich kann die Lautsprecher abgreifen. Hier ist, glaube ich, irgendwie ein kleiner Fehler unterlaufen. Warum der eine Lautsprecherpad hier vorne ist und der andere hier hinten, weiß ich nicht. Hätte hier ja noch mit dazwischen gepasst. Damit hin. Und der eine ist halt hier, das LSB und das LSA ist dann hier hinten. So, alles wunderschön und prima. Dann hat diese Lokomotive hier hinten einen Leuchtbaum. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Diese, die nach hinten zeigende, ist die dritte Spitzenbeleuchtung rückwärts. Und diese hier, nach innen zeigend, ist die Führerstandsbeleuchtung. Die Führerstandsbeleuchtung kann ich bei dem Next 18 Decoder, so ist es gedacht, über den AUX 3 schalten. Also die Führerstandsbeleuchtung ist schaltbar über AUX 3 und die Rangierbeleuchtung, da muss ich jetzt mal schnell nachschauen, über AUX 4. AUX 4, die Rangierbeleuchtung ist dann diagonal weißes Spitzenlicht unten ein, weißes Spitzenlicht, also nicht alle drei an oder so, sondern diagonal jeweils ein unteres Spitzenlicht. Ja, also das wäre dann einmal dieses angeschalten, wenn ich rangiere, und dann diagonal auf der Rückseite dieses. Das funktioniert. So, und jetzt kommen wir zu dem Haken an der ganzen Sache. Stecke ich jetzt hier meinen Sounddecoder rein, löte meine Laut und meine einen natürlich, meinen Lautsprecher hier an die beiden Lötpads. Das ist jetzt etwas ungünstig hier. Eins und Lötpad. Upp. Zwei. Habe ich das Problem, dass kein Sound kommt. Das liegt aber nicht an eurem Decoder, also keine Panik kriegen. Da hat Pico, weiß ich nicht, warum sie es gemacht haben, die Brücken, die man braucht für das Rangierlicht und für die Führerstandsbeleuchtung, sind geschlossen.
Und die Brücken, die man braucht, um die Lautsprecherausgänge zu betreiben, die sind offen. Also Pico hat hier, jetzt gucken wir mal hier, hier sieht man es ganz genau. Mal gucken, ob ich das noch ein bisschen rankriege, aber ich glaube, die Funktion funktioniert nicht. Ja, ihr seht, das geht nicht. Wenn man es als Bildschirmkamera nimmt, kann man das nicht mehr ranzoomen. Das Problem bei der ganzen Sache ist diese Brücke hier. Jetzt für das eine. Also ich muss die Brücke S22 schließen. Also diesen Lötpunkt hier muss ich schließen. Dann geht LSB. Und dann muss ich des Weiteren, mal sehen, ob ich das beiseite kriege, diese Brücke hier schließen. S42. Dann geht LSA. Schließe ich diese beiden Brücken nicht, werde ich niemals einen Ton aus dem Lautsprecher hören. Also die Brücken müssen geschlossen werden. Die anderen Brücken, die zuständig sind jetzt für das für die Führerstandsbeleuchtung. Jetzt muss ich mal ganz schnell hier in den schlauen Plan gucken. Da sind sie. S11. Das ist die Führerstandsbeleuchtung, die Brücke. Die ist vom Werk her geschlossen. Also, da müssen wir jetzt nichts machen. Und das Rangierlicht finden wir auch gleich noch. Rangierlicht ist S31. Diese Schnittstelle ist auch geschlossen. S3 war hier drüben, wenn mich das nicht alles täuscht. Genau. Gucken wir mal hier. Schieben das mal kurz ein Stückchen beiseite. Und ihr seht, die S31 ist auch geschlossen. Und die anderen Brücken gehen uns alle nichts an. Also wir müssen jetzt von uns aus, wenn wir diese Lok besounden, diese Brücke, also die S22, schließen und die S42 muss noch geschlossen werden. Dann ist das soweit durch. Dann haben wir hier unsere berühmt-berüchtigten Entstörkondensatoren, die vier Stück C1 bis C4. Also C1, 2, 3 und 4. Vom Prinzip her reicht es, wenn man den Vierer wegnimmt. Man kann aber auch alle wegnehmen, wenn man möchte. So, also würde ich sagen, wir sehen uns dann da wieder. Wie gesagt, Starko oder sowas, also ein Puffer, kann man hier an das Plus und an das GND, mal wieder reinrücken ins Bild, also GND und Plus, kann man den Puffer direkt anschließen, muss man nicht an den Decoder gehen und das funktioniert auch. Es ist nicht bei allen Loks so, aber Pico hat einige Loks oder jetzt bei der V60 zum Beispiel oder bei ihr hier, wo das rausgeführt ist und wo das auch wirklich funktioniert, ohne dass ich da noch irgendwelche Brücken oder sonst was schließen muss. Also das haben sie gut gemacht. Was nicht gut ist, ist das mit den Brücken. Und wenn man das nicht weiß, hat man ein richtiges Problem. Und ja, wenn man es nicht weiß, weiß man ja nicht, warum der Sound nicht geht, warum da, ob da eine Brücke geschlossen werden muss, für was die Lötpunkte dann hier da sind oder so, das weiß man ja alles nicht. Und einfach auf gerade wohl eine Brücke schließen ist ja auch wieder so eine Sache. Also denkt man sich, man geht an besondere Informationen bei Pico, zeige ich euch gleich alles am Bildschirm noch, findet es aber nicht. Und diese Auflistung, die ich jetzt hier nutze, um das euch zeigen zu können, ist von einem Roland Weber von MobaLicht. Ja, dieser Mann hat es fertiggebracht, Pico den Schaltplan oder die PIN-Belegung zu entlocken für diese Lok, weil bei Pico selber auf der Seite findet man nichts dazu. Also man hat da keinerlei Hinweise für die eine oder andere Lok. Machen sie jetzt inzwischen schon so nachträglich Hinweise, aber für diese Lok gibt es gar nichts. Also, wir sehen uns gleich am Monitor wieder. Ja, meine lieben Freunde, hier bin ich bei der Seite, gehen wir schnell auf die Startseite, bei der Seite von MobaLicht Roland Weber.
das ist der nette Mensch, Daumen hoch, der sich um gewisse Sachen kümmert, wo eigentlich den Hersteller angehen. Aber was ich des Weiteren noch sagen muss, es ist keine bezahlte Werbung und ich kriege auch nichts von ihm dafür. Ich finde es absolut toll, was er hier mit diesen Schlüssellaternen macht in Spur TT und auch mit diesen Spitzenlaternen. Also echt Hut ab. Die sind richtig schön. Und da gibt es dann halt so Bausätze, die man dazu kaufen kann und, und. Also wirklich eine wunderbare Sache. Und noch oder genauso wunderbar ist dieses, die Informationen. Und da steht hier ganz klipp und klar, nächst 18 Pins LP Baureihe 102.1 Pico. Und da hat er dieses Bild hier entworfen und hier unten den Text zusammengetragen, welche Pins, welche Belegungen sind, welche Brücken offen sind, von Werk her noch offen sind und geschlossen sind, für was welche Brücke zuständig ist und so weiter und so fort. Ganz hervorragende Arbeit, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das ist eigentlich Sache des Herstellers oder wäre Sache des Herstellers. Das muss man nicht als Faltblatt bei jeder Lok beilegen, aber man könnte es zumindest digital zur Verfügung stellen in der Webseite. Und da gucken wir jetzt mal hin. Das machen wir mal weg. Jetzt gehen wir hier mal rein. Suchen hier mal Pico. Gehen hier mal auf die Startseite. Dann gehen wir mal hier auf TT. Dann gehen wir gleich mal in die Lokomotiven. Ich möchte eine Diesellokomotive und die befindet sich, kann hier oben nicht blättern, muss man hier unten blättern, befindet sich auf Seite 2 und da haben wir schon die Gartenlaube. Und in dieser Gartenlaube oder bei dieser Gartenlaube findet ihr nirgendwo einen Hinweis auf die Lötbrücken für Rangierlicht, für Dings, für die Lautsprecherbrücken und, und. Also hier gibt es keinerlei Hinweise, auch auf der Bedienungsanleitung nicht. Das ist wirklich echt zum Jaulen. Das muss man mal ganz ehrlich sagen, das ist ein richtiger Minuspunkt. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, lädt die sich erstmal runter. Und ich mache die jetzt auf hier. Hat man ja hier die Bedienungsanleitung, das ist das Faltblatt, was auch da noch beiliegt. Und hier steht nirgends irgendetwas von irgendwelchen Brücken, die geöffnet oder geschlossen sind. Ja, also, wie gesagt, vielen Dank, Herr Weber, für die hervorragende Arbeit. Und somit hat man einen Überblick über das, was es hier zu beachten gibt. So, ich würde sagen, damit wären wir jetzt erstmal am Monitor soweit fertig. Ja, die Programmierung, das machen wir dann noch her. Jetzt nehmen wir erstmal die Entstörkondensatoren runter. Und dann programmieren wir den Sounddecoder. Wir müssen ja bei dieser Lok, weil wirklich alles rausgeführt ist, was man braucht, nichts am Decoder anlöten. Also einzigste, was jetzt gemacht werden muss, ist halt als allererstes, ihr seht hier die Lötbrücke, die muss geschlossen werden und das Kabel für den Lautsprecher muss angelötet werden, weil wenn der Decoder drauf ist, ist das hier verdeckt. Ansonsten ist da jetzt erstmal nichts weiter zu beachten. Gut, also dann bis gleich. Also wie gesagt, hier haben wir ja jetzt die Lokomotive und da wollen wir jetzt mal die Endstörkondensatoren entfernen.
Also, jetzt sind alle vier Kondensatoren unten. Dann nehme ich etwas IPA und reinige das Ganze nochmal. Und damit ist das jetzt erstmal erledigt. Jetzt müssen wir die beiden Brücken noch schließen. Wir erinnern uns, einmal S22, kleinen Tropfen Lötwasser dran. So, und somit ist diese Brücke geschlossen. Das ist Brücke Nummer 1. Und dann haben wir noch Brücke Nummer 2. Und das ist die, das mal beiseite schieben, diese hier. Also die S42. Da auch wieder ganz kleinen Tropfen Lötwasser hin. Jawohl, jetzt ist er geschlossen. So, jetzt sind die beiden Brücken zu, mehr Brücken sind es nicht. Jetzt kommt dann nur noch die Kabel dran. Ich mache jetzt als allererstes das Lautsprecherkabel dran, dass wir nachher in aller Ruhe erstmal den Decoder wieder einstecken können, nachdem wir ihn programmiert haben. So, also kommt jetzt hier ein Lautsprecherkabel hin. So, Lautsprecherkabel Nummer 1 ist dran. Somit ist das auch dran. Und das GND und Plus für den Speicher brauchen wir dann noch her. Ich will jetzt erstmal sehen, wie weit wir jetzt mit der Programmiererei kommen. Da haben wir die nächsten 18 Schnittstelle. Das Armband umtun zum Isolieren. Stecken wir den Decoder hier ein und dann sehen wir uns gleich am Monitor wieder. So, jetzt ist er hier drin und jetzt gehen wir wieder zum Monitor und programmieren die ganze Angelegenheit. Ich habe die Inneneinrichtung rausgenommen aus dem Führerstand, habe da in der Mitte das Schaltpult rausgeschnitten. Die zwei Sitze sind noch da. Das schön plan geschliffen hier ringsrum. Hier drüben muss noch ein kleines bisschen. Dann passt der Lautsprecher da rein. Der guckt dann aber nicht vollständig raus, also da kommt nicht komplett durch, weil das wäre negativ, dann würde hier unten aufliegen. Also hier kommt nachher noch Tesafilm drüber, dass da auch hier keinen Kontakt gibt. Aber somit ist der ein Stückchen weit versenkt und es guckt wirklich nur noch die durchsichtige Schallkapsel über die Sitze raus. Hier kommen noch zwei Personen hin. Und ja, damit ist das dann eigentlich schon geklärt. Da ist der Lautsprecher ordentlich versteckt und das ist ein 12x8 Lautsprecher, genau. Und ja, also kein großer, kein 15x11 oder so. Den kriegt man zur Not auch da rein, aber da muss man auch wirklich die ganze Inneneinrichtung und alles rauslassen. Und das ist es mir jetzt ehrlich gesagt nicht wert. Mit dem Lautsprecher klingt das auch gut genug für meine Verhältnisse oder meine Ansprüche. Entsprechend finde ich das gut genug. Also, ich baue jetzt dann noch den Lautsprecher an, dass wir das auch mit hören. Dann programmieren wir das und dann sehen wir weiter. Okay, bis gleich. Also, ich gehe jetzt hier auf meinen
Log-Programmer, vorhandenes Programm öffnen. Dann kommt hier irgendwo Pico. Ach, hier oben. Pico 102.1 Gartenlaube. Genau, das will ich haben. Und dann bin ich hier drin in den Funktionsausgängen. Bei den Funktionsausgängen habe ich erstmal das Licht. Da wechselt jetzt das weiße Stirnlicht je nach Fahrtrichtung, also automatischer Wechsel. Das will ich auch ein bisschen verzögert einschalten und ein bisschen verzögert ausschalten. Die Helligkeit soll sein 20. Das ist jetzt LED-Beleuchtung und abdimmbar. So, da haben wir das jetzt. Das ist jetzt das Licht. Die anderen beiden habe ich jetzt schon mal vorbereitet. AUX 3 ist die Führerstandsbeleuchtung, hat man ja gesagt. Und AUX 4 ist dann die Rangierbeleuchtung. AUX 4 ist bei den Decodern oder bei der Schnittstelle. Das ist bei jedem Decoder gleich. Das ist eine Norm. Und also bei der Schnittstelle, bei der Next 18 Schnittstelle. Moment, ich muss hier mal ganz kurz aufblättern. Alles habe ich halt auch nicht im Kopf. Ach ja, wer suche, der finde. Da ist es doch. Also AUX 4 ist Pin 13. Und AUX 3 ist Pin 4. Jetzt erstmal nicht weiter wichtig, aber nur mal so, dass man es gehört hat. Wie gesagt, welche Brücke man schließen muss, haben wir behandelt. So, und dann werden die beiden eingestellt. Also die habe ich auch wieder abdimmbar. Gut, hier gehe ich jetzt auch auf 3 ausmachen, ein bisschen länger verzögern. Hier habe ich die Helligkeit auch auf 20 beim Führerstand. Und beim Rangieren habe ich 25. Da ja doch, das Rangierlicht lassen wir etwas heller. Das lassen wir auf der 25. So, auch abdimmbar. Und das war es jetzt schon. Jetzt schreibe ich das alles rüber. Da haben wir erstmal die Ausgänge soweit zurecht gemacht, wie wir sie brauchen. Dann gehe ich ins Funktionsmapping. Und hier habe ich mir das jetzt schon mal eingerichtet. Also ich habe die Führerstandsbeleuchtung soll nur im Stand an sein. Wenn sie losfährt, geht sie aus. AUX 3 Führerstandsbeleuchtung wird dann hier eingetragen. Also das kann man ja dann hier so aufblättern. Einhaken den Ausgang, den man möchte. Fertig. Die Rangierbeleuchtung ist natürlich unabhängig von der Richtung und ob Lok fährt oder steht. Das ist AUX 4, trägt man hier ein und hier hinten habe ich jetzt gleich einen Rangiergang mit reingenommen. Beschleunigung wird dann verringert und der Rangiermodus ist in Betrieb. So, das wäre das jetzt erste Mal soweit. Hier sortiere ich nachher noch ein bisschen mit Schaltern und ich will dann hier auch noch AUX 1.1, das können wir eigentlich auch noch schnell machen. Nicht AUX 1, doch ja, AUX 1.1. Warum auch ein bisschen verzögert, wie die anderen auch, genau dasselbe. 2 auf 2 bei an, bei auf 3 bei aus. Dimmbares Licht. Gehen wir auch wieder auf das Rücklicht, wird das ja. Da gehen wir auf, ich glaube, da können wir erstmal auf 15 gehen und LED-Modus. So. Und das ist AUX 1.1, ist Lok zieht. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Meine Rechtschreibung ist nicht unbedingt die allerbeste. So, und das zweite wäre dann AUX 2.1. Das ist Lok schiebt. Schiebt, da gehen wir hier auch wieder 2 und hier gehen wir auf 3 und hier wieder das
Timbar, LED-Modus. Und, was haben wir gesagt, 15, gell? Nochmal vergewissern. Ach Quatsch. Wo sind wir jetzt? Hier. Genau, 15, 15. So, dann gehen wir gleich ins Funktionsmapping. Und jetzt schaue ich mal, wo ich das hinmache. Seitenfenster auf, zu. Druckluft. Man könnte jetzt hier unten noch weitere machen, aber ich nehme jetzt erstmal Scheibenwischer und Entwässerung nehme ich weg und mache das hier wieder auf die 21-22. Jetzt für mich mal, nehmen wir das mal hier weg. So, 21, geh mal her, Lok zieht, 22, geh mal her, Lok schiebt, jetzt gehen wir hierher, Richtung vorwärts, okay, Richtung rückwärts. Okay, die Richtung müsst ihr angeben, hier vorwärts und rückwärts, weil sonst bleibt das Licht an, wenn ihr in die andere Richtung fahrt. So könnt ihr Lok zieht und Lok schiebt, wenn sie solo fährt, anlassen. Da müsst ihr nicht jedes Mal die Schalter ausmachen, also die F-Tasten ausmachen. Da könnt ihr das anlassen und die Lichter wechseln dann automatisch von rot auf weiß und von weiß auf rot und sind dann nicht auf beiden Seiten rot an. So. Das haben wir jetzt. Jetzt schreiben wir die ganze Sache mal rüber. Ach nee, halt, jetzt gehen wir hier nachher. 21-22 war das jetzt. Da gehen wir Funktion. Entwässern und Druckluft, genau. Das nehmen wir jetzt mal hier raus. Und nicht Sound, das ist jetzt Beleuchtung. Das kann man dann hier hinten raussuchen. So, Lok zieht. Und hier. Lok schiebt. Und das kann man natürlich hier dann auch noch ändern. So, und jetzt wird alles rübergeschrieben, das kann man mit einmal rüberschreiben. Und jetzt gehen wir mal in unseren Führerstand, machen da mal an. Die Adresse haben wir noch, die 3, da muss ich noch erstmal raussuchen, welche Adresse ich dann noch vergebe. Jetzt erstmal das normale Licht ist an. Wenn ich jetzt auf die 21 gehe, wäre dann hinten das rote Licht, das seht ihr nicht, das geht. Machen wir wieder aus, jetzt machen wir Richtungswechsel. Gehe ich auf die 22 und ihr seht, das geht an, das rote Licht. Und wenn ich jetzt Richtungswechsel mache, geht das aus. Also ihr seht, der Lichtwechsel funktioniert. Machen wir das nochmal. Und das rote Licht geht von alleine aus. Jetzt haben wir die Führerstandsbeleuchtung. Geht an. Jetzt mache ich mal das Licht aus. Ach ne, ich lasse mal an. Guck mal, was passiert, wenn wir jetzt das Rangierlicht anmachen. So. Jetzt das normale Licht an, jetzt machen wir nochmal das Rangierlicht an.
Die Spitzenbeleuchtung bleibt an, hinten geht das eine weiße Licht an. Also wenn man Rangierlicht anmacht, muss das Hauptlicht aus. Dann kann man das Rangierlicht anmachen. Ihr seht, das funktioniert auch wunderbar. Jetzt ist das Licht an und man sieht, wenn man den Motor startet, schlackert das beim Anmachen. Und ihr habt gesehen, es geht aus. Ich habe hier keinen sonderlich guten Kontakt. Die Lok muss erstmal ein paar Runden fahren. Die prämierten Räder ist ein totaler Stress. Muss man so sagen. So, also lichttechnisch und soundtechnisch funktioniert es jetzt. Jetzt sehe ich zu, dass ich den Starko noch da reingebastelt kriege. Und dann sehen wir weiter. Gut, bis dann. Ciao. So, diese Zugfahrt war einprogrammiert über den TC mit den ganzen Abläufen beim Start. Ja, jetzt kommt noch mal ganz kurz als Darstellung. Sound lassen wir ein. Und jetzt machen wir mal den Rangiergang. Und ihr seht, diagonal
wird das Licht eingeschaltet. Jeweils auf einer Seite nur eine Spitzenbeleuchtung. In Fahrtrichtung rechts unten. Und ja, ist ja, wenn man es umdreht, auf der anderen Seite dann auch rechts unten. Und so, das soll es jetzt gewesen sein für diese Lok. Ich finde dies sehr gut gelungen. Mir gefällt sie richtig gut und ja, viel Spaß beim Nachmachen und bleibt mir gewohnt. Bis dann. Tschüss, euer Werner.